Hi Ori, wie geht es dir? Bist du immer noch in der UII-Verwaltung? Noch nicht langweilig geworden, Akten zu wälzen? Hi John, schön von dir zu hören. Nein, ich genieße jeden ruhigen Tag, den ich kriegen kann. Ich habe genug von Action für den Rest meines Lebens. Ori, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe eine Nummer, die wahrscheinlich einem UII-Kämpfer gehört oder gehört hat. Ich könnte jetzt eine rührselige Geschichte erzählen, aber du weißt, dass ich kein guter Lügner bin. Wir suchen ihn, weil er eventuell wichtige Informationen an einen Kollegen weitergeben wollte. Der Kollege ist ermordet worden. Wahrscheinlich deswegen. Du bringst mich ganz schön in die Bredouille. Eigentlich darf ich das nicht. Lass hören. Ich schau mal, wer es ist und was ich über ihn habe. Und was ich dir sagen kann. Der alten Zeiten wegen. Die Nummer ist 1JAV5312. Hast du was dazu? Ja, hier, tatsächlich. Die Nummer ist verzeichnet. Rodrigo Perez. Kein aktives UII-Mitglied mehr. Es war ein Flieger, der aus dem Knast in die UII eingezogen worden ist. Tat Dienst auf einer Javelin. Wow, hat sogar eine Auszeichnung bekommen. Nach seiner Dienstzeit ist er zu Blackjack Security gewechselt. Hier noch eine Referenz zu Tequia Pacheco als sein erster Arbeitgeber nach Verlassen der UII. Mir ist leider nicht verzeichnet. Ich danke dir, Ori. Du hast was bei mir gut. Jetzt habe ich zumindest eine erste Spur. Guten Morgen, John. Morgen, Hannah. Ich habe was zu unserem Mr. Unbekannt. Die JAV-Nummer gehört tatsächlich zu einem UII-Kämpfer, der auf einer Javelin gedient hat. Rodrigo Perez. Den jetzigen Aufenthaltsort weiß ich nicht, aber ich habe Tequia Pacheco bei Blackjack Security als letzten Arbeitgeber. Charlie, wer ist Tequia Pacheco? Tequia Pacheco? Keine Altersangabe. Standort Arc Corp. War Soldat in der UII und wechselte dann zu Blackjack Security. Aufgrund einer Verletzung musste sie Blackjack verlassen. Arbeitet im Untergrund bzw. im Graubereich der Gesetzlichkeit. Na super, hört sich nicht besonders vertrauenserweckend an. Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Wir werden nicht an ihr vorbeikommen, wenn wir unseren Mann finden wollen. Dann müssen wir nach Arc Corp. Irgendeine Idee, wie man sie kontaktieren kann? Ich habe noch einen Kontakt vor Ort. Das sollte gehen. Okay. Albert Hansen ist ohnehin gerade in Arc Corp. Ich werde eine Besprechung mit ihm in den nächsten Tagen vereinbaren. Ich muss eh mit ihm besprechen, wie wir jetzt weitermachen ohne Rob. Pack schon mal deine Sachen. Wir machen eine Reise durch Stanton. Es ist mir nicht wohl dabei, dass du alleine zu Tequia gehen sollst. Mit solchen Leuten ist nicht zu spaßen. Ich weiß, aber ich denke, ich stelle keine Gefahr für sie dar. Und manchmal kriegt man eher was so von Frau zu Frau. Du verstehst? Ich weiß nicht. Pass auf dich auf. Und wenn immer dir was komisch vorkommt, nimm die Beine in die Hand und lauf. Du hast den Notfunksender dabei? Alles vorbereitet. Wir sehen uns dann später. Du bist also Hannah, Vasilbevich, Reporterin. Du weißt, dass Leute wie ich keine Interviews geben, nicht wahr? Was willst du von mir? Ein Kollege von mir war auf einer heißen Spur, eine Sache, in der die UII und die lokalen Behörden in Ubevich verstrickt sein sollen. Er wurde jedoch ermordet und die Daten, die alles beweisen sollten, wurden zerstört.
Er hat eine Nachricht hinterlassen, die auf Rodrigo Perez hinweist. Gedenkst Rodrigo hat euren Kollegen ermordet? Das glaube ich nicht. Rodrigo war immer ein guter Junge. Zu gut für den Job hier. Deshalb ist er damals auch gegangen. Ich denke nicht, dass er der Mörder ist. Aber er könnte der Informant gewesen sein. Von ihm könnte ich vielleicht die Daten bekommen, die ich brauche, um das Ganze aufdecken zu können. Du gefällst mir und New Babbage ist weit weg. Ich weiß nicht, wo Rodrigo ist. Aber ich weiß jemanden, der es weiß. Und der auch sicherlich ein Treffen mit ihm arrangieren kann. Aber du weißt, keine Information ist umsonst in unserem Business. Und was wollen Sie? Nur eine Kleinigkeit. Es gibt ein Paket. Es liegt in einem Bunker und sollte nach Aberdeen gebracht werden. Ich habe ein paar Nader, die das verhindern wollen. Meine Schiffe werden von denen gedreckt, sodass meine Leute nicht ungesehen das Päckchen abholen können. Du bist unauffällig. Kannst du das Paket holen und abliefern, ohne dass jemand Verdacht schöpft? Ich schicke dir die Koordinaten und die Keycodes zur Deaktivierung der Abwehr. Es sollte niemand vor Ort sein. Und was ist in dem Paket? Butterblätzchen für meine Großmutter in Normal. Und kümmere dich nicht drum, was dort sonst noch so alles rumliegt. Der Bunker gehört nicht zu uns, ist also nicht unser Business. Nun, das sagst du. Direkt nach Ablieferung kabel ich dir die Kontaktadresse zu. Deal? Na schön, ich übernehme den Job. Du weißt, dass in dem Paket wahrscheinlich was Illegales drin ist. Und was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Heimfliegen und dann? Das ist im Moment unsere einzige und beste Spur, die wir haben. Und sie hat gesagt, es sind nur Butterplätzchen drin. Bestimmt. Komm, lass uns zum Starport fahren. Die Keycodes scheinen zu funktionieren. Ich sehe keine Aktivität der Abwehrtürme. Wenn sich irgendein Schiff nähert, dann verschwinde sofort. Hast du die Kamera dabei, dass ich sehen kann, was vor sich geht? Ja, aber die Bunker sind recht gut abgeschirmt. Ich gehe jetzt los. Halt die Augen auf. Ich habe das Signal deiner Kamera. Die Verbindung ist aber nicht besonders gut. Wow, das Zeug hier muss Millionen wert sein. Ich denke, ich habe das Paket gefunden. Ich komme jetzt zurück. Ab die Post. Lass uns hier verschwinden. Schon dabei. Ich gehe in den Orbit und dann ab in den Hyperraum Richtung Hurston. Ich wusste gar nicht, dass solche Außenposten als tote Briefkästen genutzt werden. Ich dachte immer, die gehören zu Kovalex. Hier läuft so manches, was man sich so nicht vorstellen kann oder vorstellen will. Tote Briefkästen sind dabei noch das Harmloseste.
Tekia ist zufrieden. Sie meint, wir könnten öfter mal was für sie erledigen. Ich hoffe, wir können das vermeiden. Transportgeschäft ist nicht mein Ding. Da bin ich deiner Meinung. Aber wir haben unseren Kontakt, Miles Eckhart. Er erwartet mich morgen Abend in der M&V-Bar auf Lawville. Charlie, was wissen wir über Miles Eckhart? Miles Eckhart, Veteran der UEE Army, betreibt ein Security-Unternehmen in Hurston. Zumindest hört es sich so an, als ob er sich noch etwas mehr auf der legalen Seite des Rechts bewegt. Also fliegen wir erstmal nach Lawville. For me, there's nothing like waking up with-